Grüße euch zu den heutigen Tageskarten vom 12. Januar 2017. Das ist der Vollmond im Zeichen des Krebs, Element Wasser, ein Wassertag. Da bin ich ja voll und ganz in meinem Element, wenn der Mond in meinem Sternzeichen steht. Und wie gestern möchte ich euch hier noch etwas vom Vollmondkalender mit auf den Weg geben. Sie haben mindestens eine Vision in diesem Leben mitgebracht, in dieses Leben mitgebracht. Ob diese sich nun genauso verwirklicht, wie Sie es sich vorstellen, ist gar nicht so wichtig. Ihre Vision wird sich sowieso verändern, wenn Sie mit der Verwirklichung begonnen haben. Hauptsache, Sie beginnen mit Freude daran und ohne den hinderlichen Anspruch, alles perfekt zu machen. Beim heutigen Vollmond unterliegen Sie vielleicht auch einer optischen Täuschung, die bis heute nicht vollständig geklärt ist. Der Mond erscheint knapp über dem Horizont, immer viel größer als hoch am Himmel. Das ist paradox, denn tatsächlich müsste der Mond hoch am Firmament etwas größer erscheinen, weil er dann der Erde etwas näher ist. Es wird vermutlich, dass die optische Täuschung dadurch entsteht, dass wir den tiefstehenden Mond im Objekt auf der Erde vergleichen, die wir gleichzeitig mit im Blick haben, etwa Bäume oder Häuser. Steht der Mond dagegen hoch am Himmel, gibt es inmitten des Sternenmeeres keine direkte Vergleichsmöglichkeit. Und er erscheint uns kleiner, als er in Wirklichkeit ist. Okay, kommen wir zu den positiven Affirmationen der Krafttierkarte der Wochenorakel. Dann haben wir hier einmal die Ratte. Ich öffne mich und bitte um Hilfe. Ich bin nicht allein. Ich finde Solidarität und Verbündete. Dann haben wir den Seehund. Ich öffne mich für den geistigen Erfahrungsschatz meiner Seele. Ich schöpfe über mein höheres Selbst. Daraus mein Wissen um das, was für mich jetzt zu tun ansteht. Okay. Die allgemeine Tendenzen haben wir hier von den Lennemond-Karten. Die Schlange sieht man in den Lennemond-Karten nicht sehr gerne. Steht aber auch für Mutter, Tante, Nichte, gute Freundin, je nachdem im großen Deck, wie die umliegenden Karten liegen, hat sie auch eine positive Eigenschaft. Hier haben wir die Skatkarten abgebildet. Bei den Skatkarten ist die Karo Dame definitiv die Mutterperson, ja, die auch so ein bisschen, ja, auch davon warnt, ja. Wir sind auf die Welt gekommen und da wir so klein waren, musste sie uns ja auch betreuen, ja, füttern, anziehen, waschen, bis wir dann einfach auch selbstständig wurden und hier dann irgendwann auch ausgezogen sind, ja. Sich auch aus einer gewisser Abhängigkeit auch zu lösen. Also ich habe schon festgestellt, dass manche Männer mit 50 oder 60 noch zu ihrer Mutter gehen und sich die Wäsche waschen lassen, ja, auch wenn sie hier 85 ist.
bin ich irgendwo der Meinung, auf der einen Seite finde ich es auch schön, wenn so die Familie auch noch zusammenwohnt und jeder so seine Aufgaben hat und der eine nach dem anderen guckt. Aber für eine Partnerin ist es dann auch sehr schwer, hier in diese Mutterrolle dann auch reinzurutschen, ja. Und die haben einfach auch gelernt, hier selbstständig zu sein, emanzipierte Welt mitunter. Und ja, auf der einen Seite finde ich es natürlich toll, wenn man auf dem Hof zusammenlebt und jeder so seine Aufgaben hat und die einen helfen in der Küche. Und es gibt, also ich habe bis jetzt auch Männer kennengelernt, die haben mich aus der Küche geschickt, geschmissen. Also wenn meine Mutter mich aus der Küche wirft, weil sie kocht und ich ihr nicht in die Töpfe reingucken darf oder ja, und ich dann einen Bäcker hab, so wird gebacken und das muss ich so und so kompliziert gar nicht machen, kann ich ja alles in der Schüssel hinschmeißen. Super toll, ne? Hast du was dabei gelernt? Backtriebmittel und warum warum manche Brezel schneller trocknen wie andere. Die anderen, die weich bleiben, da sind Konservierungsstoffe mitunter drin, die halt die Brezel länger haltbar machen. Wenn du beim Bäcker kaufst, der das nicht drin hat, und dann werden die halt schneller trocken. Wenn du unten in Bayern oder irgendwo bei Nürnberg, ich weiß jetzt nicht, wo die Dame die Brezel hergeholt hat, aber die waren richtig lecker, aber die konntest du auch nicht lange liegen lassen. Und obwohl sie trocken waren, wenn du was dazu getrunken hast, waren sie auch noch lecker. Also ich waren größer wie die Pfälzer Brezel. Und wenn ich mit der Lauge umgehen könnte, dann würde ich mir zu Hause meine eigenen Laugenstangen mit extra viel Speck und Käse machen. Doch, das vermisse ich schon. Also da Baden-Württemberg, die Schlemmerzungen, ja, das ist nicht so das Wahre und dann ganz wenig Speck und ach, das vermisse ich unheimlich. Komm, wir mal weiter, ich bin abgeschweift. Ja, kriege ich nur noch Hunger, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Okay. Also in allen Lennemond, also in den meisten Lennemond-Büchern, ich glaube, ich habe 5 Stück gelesen und Kombinationen miteinander. Und kommt die Schlange eigentlich nicht wirklich gut weg, ne? Es gibt nur ein Buch, aber ich habe das hier, ich weiß nicht mehr, wo ich es hin habe. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt, wo ich es gelesen habe. Okay, aber ich merke mir das jetzt einfach. So schlecht steht die Schlange dann teilweise dann auch nicht. Aber hier haben wir jetzt von Iris Trepner die Sibylle der Salons. Ne? Ich hätte schon öfters mal gezeigt. Steht sie halt ja auch sehr oft als Geliebte und da sollte man manchmal nicht so viel Wert drauflegen. Das muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Manchmal macht man sich auch nur verrückt damit. Die Schlange, Sinnspruch, die Irrwege des Lebens wählen wir selbst. Stichwort Umwege und Vorstellungen. Tagestendenz. Sie üben eine magische Anziehungskraft auf ihre Mitmenschen aus. Es ist daher möglich, dass in unmittelbarer Zukunft eine verflossene Liebe wieder auf sie zukommt. Oder ihr Ex-Chef. Sie fragt, ob sie ihren alten Job zurückbekommen möchten. Interessant, wenn die letzten Arbeiter auch dort arbeiten. Einer reicht ja. Zwei. Ja, nein, nee, danke. Irgendwo. Wurscht. Komm, weiter. Hier im Haus des Berufs haben wir die Störche, die Veränderung, Sinnspruch,
Nur wer wagt, gewinnt. Stichwort Veränderung. Beruf. Die nächste Sprosse auf der Karriereleiter bietet sich Ihnen dar. In der aktuellen Firma oder woanders. In jedem Fall ist mehr Bewegung angesagt. Eine Aufgabe, die Sie mehr erfüllt. Möglicherweise kommt sie jetzt mit dem Ausland in Berührung. Sind Sie zurzeit arbeitslos, dann rechnen Sie damit, bald einen Vertrag zu unterschreiben. Die Herzensdame steht hier für uns, ja. Ist ja auch so wunderschön, wenn man jetzt die Skatkarten hier anschaut, ne? Eine Herzdame und Herzkönig, ja. Hey, super. Ja, ist jetzt ein bisschen schade. Er guckt nach rechts und sie nach rechts. Also von euch aus gesehen dann links. Ne, finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise, wenn wir die Karten auslegen, entweder schauen sie sich mit dem Kopf an oder im unteren Bereich. Ja. Und ja, wenn diese zwei auch so zusammenkommen, finde ich das ganz toll. Hier haben wir noch die Mutter. Schauen wir mal einfach auch weiter, ne, was wir hier noch so alles an Deutung haben. Den Storch, das Berufliche haben wir jetzt. Vielleicht kommt der Herzensmann auch zu dir nach Hause. Wäre ja wunderbar. Ja, was Altes braucht man jetzt nicht unbedingt. Wenn wir es nicht wollen, klebt es uns am Arsch. Und wenn wir es wollen, ist es weit, weit weg. Ne? Also, dann kann es dort auch dann endlich auch mal bleiben. Ne? Das Haus. Sinnspruch, Heimatgefühle vertreiben das Fernweh. Stichworte Heim und Familie. Thema Liebe. Jetzt kommt die Zeit, in der Sie sesshaft werden. Der richtige Partner befindet sich bereits an Ihrer Seite oder tritt sehr bald in Ihr Leben. Konkrete Zukunftspläne werden demnächst geschmiedet. Themen wie Heiraten, Kinder kriegen oder der Erwerb eines Eigenheims beschäftigen Sie und werden mit gemeinsamer Begeisterung und Lieblingsthema erklärt. Zum Lieblingsthema erklärt. Aha, okay. Hört sich mal gut an. Und alles andere, wo ihr schon im Vornherein wisst, nee, da kommt jetzt nichts zustande, ne? Hier, auch wenn ihr mal kurzzeitig Spaß habt, riskante Versuchung, der Schein trügt. Ja? Also Achtung, natürlich schleichen sich hier auch manchmal, aber bleibt bitte im positiven Denken, die Tendenzen sind richtig super, ne? Also ich habe das jetzt schon die letzte Woche gemerkt, so Pro und Contra, ja, die einen sind glücklich und die anderen sind traurig. Ja? Und dann habe ich schon überlegt, ja, wie ist das jetzt hier so auch ausbalanciert? Ich dachte, ich wäre glücklich und da das i-Tüpfelchen auf dem i hat jetzt gefehlt und das kommt jetzt. Oder so, oh, Liebeskummer. Ja, die ersten 3 Tage, die waren auch richtig zäh, ne? Und auch die Erkältung hier mit dabei, da fühlt man sich ja nie so berauschend. Und naja, aber man kommt hier auch raus. Ne? Ich habe mich hier sehr stark am Sonntag mit dem Thema Liebe beschäftigt, was die Karten betrifft. Und habe hier auch Video, die Zwillingsseelenpartner und Zwillingsflamme beschäftigt und euch hier den Text auch mit gepostet. Da vielleicht auch einfach, ja, vielleicht eher statt einem Vollmond, eher ab Neumond, sich das Video anhören und eine Kerze anzünden. Und jetzt aber nicht auspusten, sondern entweder mit nassen Fingern ausdrücken oder immer mit dem kurz in den Wachs reintunken, dass die Flamme ausgeht. Und okay. Kommen wir vergangene Leben.
Ja, dass du hier auch irgendwo mit diesen Personen auch schon in Kontakt warst, ja. So auch, dass du dich an vergangenes Leben erinnerst und einfach auch daraus lernst, ja. Ich kann mich erinnern, dass die Heike Ellen-Pember sagte, da wäre ein Weihnachtsmann, ich habe hier schon so eine, Quatsch, nicht Weihnachtsmann, ein Gärtner drin. Ich suche hier alles nach einem Gärtner. Das sieht für mich mehr wie ein Weihnachtsmann, nee, Quatsch, Wassermann aus. Ich meine, Güte, der ist grün. Da hat irgendwas in den Haaren hängen, könnte aber auch Federn sein. Ja, schamanisch. Die Zeiten der Zeit. Ja, lange Haare, verwegen, helle Haare. Ich denke, der weiß schon, was er will. Okay. Die regenbogfarbenen Salamander auf beiden Seiten stehen für Wissen und Nichtwissen. Sie sind die Wächter des Unbewussten und sorgen dafür, dass wir vorbereitet sind, Dinge zu sehen, die uns sonst zu sehr erschüttern könnten. Ein Blick in die Ewigkeit unserer Existenz ist ein Geschenk und die Funktion von Karma in unserem Leben zu verstehen, ist keine Sache des Willens. Die Karte ist ein Weckruf. Die Ereignisse in deinem Leben versuchen, dir ein Muster zu zeigen, das so alt ist wie die Reise deiner Seele. Auch hier, ne, was auch sehr schön zum heutigen Vollmond passt. Das Kind kann nur dann bewusst werden, wenn es in seinen früheren Leben genügend meditiert hat, genug meditative Energie angesammelt hat, um mit der Dunkelheit zu kämpfen, die der Tod bringt. Man sinkt einfach in Bewusstlosigkeit und findet dann plötzlich einen neuen Mutterleib, wobei man den alten Körper vollkommen vergisst. Es findet ein Bruch statt. Der Bruch entsteht durch diese Dunkelheit, diese Bewusstlosigkeit. Im Osten hat man hart daran gearbeitet, diese Grenzen zu durchbrechen. Und die Arbeit von 10.000 Jahren war nicht umsonst. Jeder kann in ein oder viele frühere Leben zurückgehen. Aber dafür musst du tiefer in Meditation sein, aus zwei Gründen. Wenn du nicht tiefer gehst, kannst du die Tür zu einem anderen Leben nicht finden. Zweitens musst du tief in Meditation sein, da die Erinnerungen deinen Geist überfluten. Es reicht ja schon, ein Leben mit sich herumzutragen. Ja, manchmal ist es doch einiges, ne, was einem hier im Traum auch begegnen kann. So eine interessante Rückführung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Okay, und kommen wir zum Schluss zur letzten Karte. Hier haben wir Prinum, die Weisheit. Dann hat sie hier die Eule auf der Hand. Was ich sehr schön finde, weil es jetzt auch hier die blauen Eulenkarten liegen. Und um den glaubst du's? Wieso habe ich so viele Versprecher in letzter Zeit? Um den Anforderungen des Lebens jetzt gewachsen zu sein, brauchen sie tiefes Wissen um die Gesetze des Lebens. Beachten Sie bei allem, was Sie tun, dass Sie nichts erzwingen können. Unsicherheit und Sorge um die Zukunft verzögern oder verhindern die Erfüllung Ihrer Wünsche nur. Sie werden erst Erfolg haben, wenn Sie Ihr Bestes gegeben haben. Ängste loslassen und der Zukunft vertrauen. Akzeptieren Sie, dass alles
der Erfüllung ihres Schicksals dient, auch Rückschläge und Schmerzen. Denn alles, was geschieht, entspricht der göttlichen Weisheit, hat einen tieferen Sinn, bleiben Sie gelassen, haben Sie die größte Chance, dass sich Ihre Wünsche erfüllen. Auch weil sie der Quelle ihrer eigenen Weisheit besser lauschen können. Ihrer inneren Stimme. Mögliche Gefahr, sich ungeduldig und ehrgeizig überall einzumischen oder etwas erzwingen zu wollen. Brinium hilft ihnen, die Gesetze des Lebens zu erkennen und ihr Verhalten danach auszurichten. Tageskarte, hören Sie auf den Rat kluger Freunde. Lehnen Sie sich nicht gegen eine Entscheidung auf. Okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Vollmondtag. Tschüss.